So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Kottel 7, hier auf diesem Kanal, ne? Cult of the Lamb und Folge 7. Ist aber egal, bevor wir anfangen, gehen wir erstmal auf Kommentare ein. So, die Betriebsferien sind für mich zu Ende. Ich muss wieder in das harte Arbeitsleben. Und das bedeutet, mit euch jetzt diese Scheiße hier zu zocken, also wirklich, ne? Sind ein paar Folgen online gekommen. Folge 4, Folge 5 und auch gerade eben Folge 6, ganz nice. Aber da, die ist gerade erst released. Ihr seht hier, 17.03 Uhr, seht ihr nicht, ich sitze nämlich da drüber. Ja, mir ist es wichtig, dass man immer in meinen Aufnahmen nicht erkennt, um wie viel Uhr ich aufnehme, weil das ist auch dann irgendwann... Naja, ist auch egal. Also, ich wollte auf einige wenige Kommentare eingehen. Die sind aber auch teilweise sehr heftig. Also, gucke ich das hier mal an. Da gehen wir jetzt nicht überall drauf ein. Ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen eingesaugt, weil mit euch das, also, ne? Die interessantesten Dinge war einmal, wir können doch Vogelscheuchen auf den Feldern bauen. Wir müssen nur die einzelnen Ackerparzellen abreißen. Genau, und ansonsten, vieles hat sich dann im Laufe der nächsten beiden Folgen tatsächlich schon geklärt. Eine Sache war nur interessant. Genau, es gibt nur 4 Ketzerherzen, ne, weil die wohl nicht wiederholen. Also man kriegt die wohl sonst anders nicht. Das ist interessant, weil dann ist man da ein bisschen limitiert, was man macht. Und Anhängerquests, sollten die mich irgendwann mal nerven, kann ich das stoppen, indem ich einfach eine nicht abgebe. Aber ist auch ein bisschen... Naja, weiß ich nicht. Genau, und ansonsten war alles nur so FYI. Bischofsstatuen, das haben ein paar von euch gesagt, ne? Das sind die auf den Runs, wo man erst die Hingabe absaugt und dann kloppt man die weg für 3 Steine oder so. Man kann die direkt wegkloppen, dann kriegt man wohl auch die Hingabe. Sparen wir ein bisschen Zeit. So, ansonsten hier Momokai 08 auch am Start. Der hat gesagt, oder sie, dass wir richtig heftig Gold farmen können, wenn wir einfach arschviel angeln. Aber das ist halt so ein bisschen, also das geht jetzt dann, also ne, da haben jetzt hier unten noch ein paar gesagt, ja, man kann auch hier Fische für 10 kaufen, für 20 verkaufen, bla bla. Das geht mir dann schon ein bisschen, also wir sprechen hier über ein casual-artiges Game. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so, aber ein bisschen angeln werden wir wohl. So, nächste Folge, wo wir David ermordet haben, oder ich, sorry, will euch da gar nicht mit einbeziehen, ne? Straftat liegt nur bei mir. So, gab es hier zum Beispiel ein paar Tipps? Namensvorschläge, Sola, GLP, Maxim haben wir ja inzwischen schon. Peter, mir ist noch Simon auch eingefallen. Ne? Also es sind schon ein paar, die wir auf jeden Fall noch nehmen können. Schlag da gerne bitte weiterhin Leute vor. Ich glaube, in Folge 6 habe ich erst so richtig darauf gepocht. Genau, und auch nochmal der Tipp, bevor wir wirklich zum Run gehen, immer den Schrein leeren, da... Kann sein, dass ich da nicht immer drauf achte, aber das ist schon auch logisch für mich schon im Kopf. Ja, und, dann, und jetzt übertreiben wir völlig. Das ist, also das, Leute. Heftig, kriegt ein Herz. Ja, also ist schon fast too much. Also ist ja, als ob ich hier irgendein E-Sport-Game zock und ich hier noch ein bisschen Coaching erhalte nebenbei. Ist heftig. Aber es sind tatsächlich auch ganz viele Sachen, die wir schon wissen. Also zum Beispiel dieser Hinweis, dass wir neue AnhängerInnen kaufen können in dem Bereich, wo wir die einzelnen Runs betreten können oder so. War hier irgendwo so eine Sache. Die war eigentlich schon... Also ich glaube, der Sven, der hat sich einmal zurückgesetzt und alles in die Tasten gekloppt, wo er glaubt, könnte mir helfen. Heftig, also richtig, richtig heftig. Ich habe das mal ein bisschen überflogen. Und ich weiß halt jetzt schon, weil es tritt auch jetzt schon ein bisschen auf, ich vergesse immer mal wieder Sachen, die ich eigentlich schon wusste. Liegt einfach daran, dass ich hier jetzt, ne, gerade wir hatten das über Betriebsferien und so, einmal die Woche aufnehmen, da 3, 4 Folgen pumpen, in dem Moment voll drin bin, aber dann erstmal wieder auch viel passiert in meinem Leben und ich dann wieder hier bin, naja, das ist so ein bisschen mit Kontinuität, ne? Naja. Okay, wir dallen heftig heute rein. Ich habe aber mega Bock. Also, ist ja auch, glaube ich, das Wichtigste. Ist ja hier kein Dark Souls 2, ne? Kann ja jetzt auch mal ein bisschen entspannter sein. Aber ich finde es auch geil, wie
ich auch die richtigen Leute hier anziehe, ne? Also, ich bin ja selber ein kleiner Triad. Und auch wenn wir irgendein... Kalle ist ja immer noch krank, ne? Selbst wenn wir hier... Was haben wir Anfang des Jahres gespielt? Im Januar? Dieses siedlerartige Aufbauspiel. Da gab es ja dann auch die übelsten Hints und so, die ihr mir genannt habt. Okay. Komm, ich hole euch alle mal ein bisschen ab und hole auch dabei mich ein bisschen ab. Das war Papfi, ne? Genau. Wir brauchen ganz viel Bretter, weil wir wollten irgendwas Heftiges bauen. Genau, Gräber könnte man mal, aber das war es nicht. Erntetotem, erhöhtes Wachstumstempo, genau, das fand ich sehr irreführend, den Namen einfach, weil es erntet ja nichts. Aber genau, Farmstufe 2 wird all unsere Probleme lösen. Das können wir gleich mal probieren. Warte mal, können wir, nee, wir können ja einfach, wenn wir hier nur bauen drücken und dann einfach nur Gebäude bearbeiten. Und dann können wir hier eine Ackerparzelle entfernen. Probieren wir mal. Und jetzt können wir die Vogelscheuche da reinstellen, tatsächlich. Okay, idealerweise entfernen wir sogar die. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen. Nee, wie ist denn der Radius? Ist doch so, ne? So, aber dann muss ich ja eine neue bauen. Eine neue Ackerparzelle. Kostet doch nichts, oder? Zwei. Also. Ja, nur zwei Gold. Ist doch easy. Hat's geklappt? Hat's geklappt? Ja, ich glaube, Monte baut das. Oder er will wieder Scheiße fressen. Er baut das, oder? Sehr gut. Toll. Okay, haben wir. So, hier, genau. Wir werden, der Plan ist ja, dass wir Kevin komplett hochboosten. Und, was haben wir hier? Leuchtet schwarz. Haben wir schon gepredigt? Genau. Krone. Habe ich das? Oh, wir können eine neue Doktrin verkünden. Ach, das war auf Abklingzeit, glaube ich. Ja, ich glaube, es war auf Akku. So, das haben wir gemaxt, das haben wir gemaxt, das haben wir gemaxt. So, das waren unsere Main-Bereiche. So, jetzt gehen wir mal auf Versorgung. Oder? Ne, wir gehen mal auf Besitztümer. Weil Versorgung, da geht es wahrscheinlich so, ja, dass wir einfacher für Nahrung und so sorgen. Wobei es wahrscheinlich ziemlich nice, wenn wir jetzt planen, unseren Kult auch richtig groß aufzuziehen, worauf ich Bock hätte. Mal gucken, wie viel man überhaupt handeln kann. Aber ich glaube, mit Farmstufe 2 geht das jetzt auch erstmal schon so ganz gut. Wir gucken mal in Besitztümer rein. Weil da weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung geht das wohl. Also, den 10. abnötigen. Alter, geil. Schön steuern. Schalte die Anhängeraktion den 10. abnötigen frei. Eine Anhängeraktion? Was ist eine Achso, so in deren Dialogmenü quasi, wenn man die anhaut. Sammle einmal täglich eine Münze von einem Anhänger ein. Kann man dafür später auch hier so einen Steuereintreiber, so einen Sheriff von Nottingham abstellen? Und das zweite ist Anhänger bestechen. Schaltet die Anhängeraktion Anhänger bestechen frei. Besticht einen Anhänger mit 3 Münzen, um seine Loyalität zu erhöhen. Alter, da können wir für Gold, also für Münzen, richtig heftig jemanden boosten. Sein Level. Oder ihr Level. Das rein mechanically, abseits vom Roleplay, kann das, glaube ich, richtig nice sein. Kann wahrscheinlich aber auch nur einmal am Tag machen. Ja, also ich selber werde nicht rumgehen und von jedem eine Münze einsammeln. Ich finde es ja schon nervig, die zu leveln. Vor allem, das steht ja auch, sammel einmal täglich eine Münze von einem Anhänger frei. Also kann auch schwierig übersetzt sein, aber... Ja gut, das glaube ich nicht, dass man da nur eine Münze bekommt. Ich nehme das mal. Weil Money ist geil. Wobei, wenn wir fischen gehen, ist Money egal. Wenn ihr sagt, das ist so heftig. Kam übrigens 200 MB Patch. Vielleicht wurden eure ganzen Glitches und Exploits weggepatcht. Und ihr seid gefickt. Ich sag, wie es ist. Na gut, die neue Doktrin verkünden. Machen wir mal. Schön Kevin die Moneys hinten so in den Schlitz. Ne? Wie bei so einem Automaten. Entschuldigung. Oh. 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 Alles Mickey-Mäuse übrigens. So. Geil. Abklingzeit. Abgelaufen. Stimmt, wir wollten eventuell
Knochen sparen. Eventuell wollten wir Knochen sparen. Glaube sieht gut aus. Und da wurde ich auch darauf hingewiesen, ich sollte die alten AnhängerInnen einfach opfern und nicht ermorden. Weil dann booste ich ja mega meine ganzen Fähigkeiten. Ganz schön, da habe ich nicht dran gedacht. Sind doch so durchschnittlich zufrieden gerade, glaube ich. Jetzt heißt es nicht wieder, ich habe die bei ihrem Schlaf gestört, oder? Okay. Achso, und was jemand auch noch gesagt hat, das dachte ich mir auch schon übrigens. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Die hier stacken. Richtig Spam. Okay, wir haben übrigens 4 Zelte, 5 Zelte frei. Wurde mir auch gesagt, von dem, der übrigens so einen Berg geschrieben hat. Hier bei Kult sieht man es ganz schön. Da haben wir links eine Übersicht. Oben links unter Werte. Wie viele AnhängerInnen wir haben? 11. Wie viele mittlerweile schon gestorben sind? 5. Und wie viel Schlafplatz wir haben? 16. Ja? Das heißt, ich kann auch auf einem Run gucken, okay, kann ich denn diese Person jetzt noch mitnehmen? Okay. Pass auf. Holz. Holzer. 2. Perfekt. Jetzt geht's ab, Freunde. Endlich die Farm 2. Die Farmer können deine Feldfrüchte für dich ernten und sie in einer Truhe deponieren, aus der du sie einsammeln kannst. Ah, das ist ein Upgrade. Ah. Okay. Dann machen wir das. Toilettenhaus haben wir. Reinigungsposten müssen wir jetzt auch noch bauen. Warte ich jetzt noch, bis neuer Tag ist? Ja, und dann gehe ich auf den Run. Ich warte, bis neuer Tag ist. Ich könnte die Zeit nutzen, um mal angeln zu gehen noch vielleicht. Reisen. Wenn die gerade eh alle untätig sind und schlafen, hier kann ich auch Hingabe einsammeln. Aber es ist immer so 11, also es lohnt eigentlich immer kaum für dich. Ne? 15. Herde ist breit für eine Pille, okay. So, dann angeln wir mal schnell. Ich muss sagen, das ist richtig langweiliges Gameplay. Aber... Und das hier ist nervig. Da, so eine Geschicklichkeitsscheiße. Gold? Ich will einen Fisch? Ja, ihr habt gesagt, das ist gut für Goldfarben, ne? Ja, weil ihr meintet, so einen Tintenfisch oder so kann man schon auch mal für 20 Tacken verkaufen, ne? Perfekt. Machen wir so. Trevor. Und wir brauchen ja, ich glaube, müssen wir nicht sogar auch noch was bei ihm abgeben? Bin mir gar nicht so sicher. So. Und auch, übrigens wohl einmal am Tag kommt da der große Respawn hier. Ja. Toll. 3. Aber es waren die Lütten. Oh, da ist, kam jetzt aber schon einer wieder. War es ein bisschen weit? Heftiges Angler-Commentary, oder? Oh! Der hat angebissen. Ah. Toll. Leute, oh mein Gott. Noch ein Fisch. Heftig. Oh. Oh, der ist aber... Ah. Ja, Mensch. So. Ja, ich brauche die scheiß Kack-Hummerkrabbe da noch, ne? Du hast ein neues Gebäude gebaut? Ah, ja. Eier. Verstehe? Eier habe ich immer. Ja, so. Ja, aber geil, könnte man irgendwie Tiere züchten oder so. Also ein Hühnerstall oder so, das würde ich feiern. Na, kommt dann in den DLCs. So, wir wurden mit Steine gespendet. Hier ist die Farm fertig. Muss ich da neu zuweisen? Kolle. Kolle hat eine Quest. Schalambaka. Schalambaka. Verzeih, mein Anführer. Einige Kreaturen sind gekommen und suchen Zuflucht in unserem Kult. Aber sie sind krank. Sollten wir sie beitreten lassen? Safe. Mehrere? Wo kommen die? Noch ein Kevin. Du bist also krank. Oh, der hat aber nicht so gute Stats. Ne? Trägheit? Gegen Opfer. Ist mir scheißegal. Gegen Opfer. Trägheit. Sola. Sola. So. Und wir müssen nicht optisch... Ich mache mal zufällig. Achso, es war jetzt Name. Ich würde mal gern was wählen, was wir noch gar nicht haben. Hier. Sola, bist du ein... Was ist das? Jetzt werde ich wieder geflamed oder so. Sieht man doch. So ein Erden... nee. Oh, wie heißen die? Das sind so Naga-mäßig. Hier, so eine Maus.
Sola, bist du eine Maus? Eine süße Mausi, ne? Oder ein Fisch? Nee, Sola hat eher so Fisch-Vibes, finde ich. Abfahrt. Annehmen. So, und ab in die Feder. Wenn du krank bist, wehe, du steckst hier jemanden an. Und der Nächste. Erstmal bestechen, ermorden. Ab in die Feder. So. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Wehe nicht. So, das ist German Let's Play. Alter, passt sogar der ganze Name. Heftig. GLP ist ein Mäuschen, oder? Nee, eher so ein Frosch. Aber Maxim ist schon ein Frosch, ne? Wehe, da habt ihr mich geflamed, dass es kein Frosch sei. Dann lösch ich meinen Kanal. Oh, reicht doch. So, Mäuschen. Hat nur Vorzüge. Was ist denn hier los? Erhalte 10 Glauben bei Erkrankung. Perfekt. Variante? Ja, GLP weiß, ne? Vielleicht so ein bisschen Tattoo. Ja, oh, guck mal. Übel nach oben gebogen, das Näschen. Guck mal, GLP. So Manu, ne? Ja, süßer. Zombie ist schon tot. Gut, Abfahrt. Psst, ab in die Federn. Er ist kurz vorm Kotzen. Nein. So, 2. Gut. So, was? Sola ist schwer, was? So, Quest geschafft. Oh, Alter, Kolle-Mode. Kolle-Mode. Übrigens hat Kolle mir erzählt. Sorry. Übrigens hat Nicole mir erzählt, sie hat sich schon mit Tamina geprügelt und ich hab's vergessen. Und dann rede ich 2 Folgen darüber. Dumm. Interagieren. Komm, wir leveln nicht. Kolle. Wie viel bringt das? Boah, ist aber wenig. Kolle darf halt nicht sterben. So, ich habe ja gesagt, das bringt so viel wie einschüchtern. Das ist ja nichts. Oh. Das geht nicht. So. Kümmert sich denn jemand um den Garten? Da sind die Sachen nicht gepflanzt. Habt ihr keine Samen? Oh. Ja, dann müssen wir auch schnell auf den Run. Scheiße. Okay. Oh Gott, Leute. Und hier auch alles eingestürzt. Gucke mal. Oh, Karl ist aber wieder gesund, habe ich gesehen. Mein Gott. Okay, Leute, und wir müssen hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viel zu tun. Wir müssen Sachen bauen. Okay, ist ja kurz pausiert. Ich wollte hier auf den Run, aber es gibt wieder so viel zu tun. Was brauche ich noch? Ich brauche jetzt ein Erntetotem. Weil jetzt machen die das selber. Und noch eine Farm. Also an sich voll viel Holz und Steine halt umwandeln. Theoretisch 2 so eine Posten bauen vielleicht, weil es hat echt lang gedauert. Ansonsten natürlich wieder Holz und Stein, klar. Und das Ding Spam. I mean, kostet sogar kaum was. Da, gut, für den Anfang wahrscheinlich kostet schon viel, muss man sagen. Aber man kriegt ja sehr schnell die Ressourcen wieder rein. Oder den Wert davon. Ja, das machen wir. Am liebsten mache ich das sogar hier so. Dann bewege ich das sogar noch so daneben. So, toll. Genau, dann... Ja, guck mal, weil die haben halt sehr... Also die haben halt nur 5 Slots. Das ist doof, gerade wenn man auf den Run geht. Dann baue ich davon, glaube ich, noch eins. Habe ich jetzt kein Gold, dann verkaufen wir mal Fisch. Ihr habt gesagt, ist gut. Oder Goldbarren. Macht es Sinn? Ich mach mal 2. So, und da... Kevin, du wirst gepowerlevelt. Bei dir investiere ich alles. In keinen anderen. Nur in Kevin. Was ist denn jetzt los? Scheiße. Ich wusste, irgendwann passiert das. Oh, lol. Das habe ich schon immer gedacht, wo ich das gesehen habe. So, Kevin. Angst, Geld. Und jetzt komm mit rein in die Kiste. Ah, Maximo, richtig am Ackern. Ist jetzt Vater geworden wieder. Mann, Mann, Mann. Kevin! Die haben langsam Hunger. Da ist Kevin. So, erzähl mal. Schon wieder gebumst. War okay. Gut. Alter, Freunde. Holy shit. Wie viel bringt das?
Gut. Pass mal auf. Du kümmerst dich mal bitte. Ja, ich glaube, wenn man die nicht verteilt, dann kümmern die sich um alles gleichermaßen, oder? Wer lacht denn hier so? So, und wir müssen doch eigentlich hier das auch alles. Nee. Okay. Na, mach doch mal Eier hier. So, und hier will ich Steine. Ah, okay, kann man Münzen in Goldnuggets und auch in Goldbarren. Okay, kostet 10 Münzen. Genau dafür können wir wieder umtauschen. Gut, dann wird jetzt lecker gekocht von mir. Dann machen wir eine Predigt. Ihr wisst, Beerenmahlzeit, Gemüsemahlzeit. Oh ja. Oh, warte mal, da unten gibt es die richtig heftigen Mahlzeiten. 20% Chance, dass sich die Anhängerloyalität für Fisch, Kürbis und Fleisch. Das ist ja broken. Fleischmahlzeit. Ja, dann heben wir... Das dachte ich mir schon... Ja, das hier, komm. Häppchen. Kochen. Ja, ich mache Safety first. Ham, 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 ham. So. Kackwehr. Durchfall. Guck mal, alle kommen zusammen und essen. Das ist doch schön. Oh! Kutscher ist wieder da. Nice! Alter, hast du viel Hackwurst gefunden! Ja, jetzt aber müde, ne? Ja, dann, hallo, warum krieg ich Kutscher nicht rein? Kutscher, geh mal ins Bett, komm. Hast du gut gemacht. So, wen schicken wir jetzt? Kalle? Das auf die nächste Stufe bringen wir auch geil. Jo, Kalle, 94% bei Fleisch. Hier, Kolle. Oh, Kolle ist ein Biest geworden. Ey, wirklich. Hier, Papfi. Die schicken wir los. Abfahrt. Hol die, hol die Nuggets ran. Oh, guck mal, da wurde mir gespendet. Schön, artig. So, alle rein. Ja, die Kranken vielleicht nicht, nur mit Maske. So, Predigt. Ist geil. Das Game ist einfach geil. So, Leute. Na komm, da geht noch mehr. Was? So wenig? Scheiße. Okay, Leute. Wir machen Ritual. Oder? Alle auf... Oder? Ja, eigentlich... Also... Nee. Eigentlich, wenn dann wiederbeleben... Ich kann noch wen zum Glaubensvollstrecker dingsen. Oh mein Gott, das kann man stacken? Das ist ja sick. Okay, Abfahrt, Leute. Was habt ihr da? Was habt ihr ja gerade gemacht? Gegenstand nehmen. Ja, sehr gut. Die hier vorne hauen die ihre Münzen rein. Haben wir schon immer gemacht? Okay, pass auf, meine restlichen Ressourcen würde ich jetzt einfach in Ressourcen stecken, falls ihr noch welche habt. Ja, mir fehlen Münzen. Dann verkaufe ich echt die Fische jetzt. 30 habe ich. Krass. Aber die kann ich ja gar nicht für Essen oder so nehmen. So, Steine. Und vielleicht... Also, ich habe ja echt viele Ressourcen jetzt. Tatsache, für... Ne, für 10 verkaufe ich den, oder? Ne, ich habe 10. LOL. Warte, wo kann ich den jetzt kaufen? Hm. Wollte irgendwer gerade eine Quest? Ah, ne. Ah, shit. Ja, ist ja egal, wie rum. Hä? Okay. So, jetzt habe ich die... jetzt habe ich das gerade... Ja, dann hier Holzbude. Perfekt. Ist sogar günstiger. Interessant. Gut. So. Dann, hier wurde gespendet. Klo ausleeren. Oh, Entschuldigung. Falkum. Sorry. Gut. Die sind alle, die erholen sich. Gut, dann gehen wir auf den Run. Oder? Ich habe 4 Steine. Hier Dings. Ne? Bums. Ich fasse wieder Nacht. Du kommst hier zu nichts. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja Endboss besiegt. Wie viele AnhängerInnen brauchen wir dafür? 9. Easy. Sag mal, das wäre nochmal ganz gut, ne? Ich habe kaum Money. Na egal. So, dann machen wir die Tür auf. Amna.
3 von 4 schon, Freunde. Aber das wird bestimmt jetzt auch kein Zuckerschlecken. Irgendwie am Anfang meinte auch jemand, ja, die ersten beiden Gebiete sind echt einfach. Würde bedeuten, ich krieg jetzt aufs Maul. So, das sieht gut aus. Hammer! Hatten wir ja noch gar nicht, oder? Wir hatten nur immer Axt, oder? Geil. Und? Turuas Berührung. Genau, ich wurde auch darauf hingewiesen, wenn ich den Fluch auflade... LOL. Ich kann das ein bisschen kurz steuern, wohin das geht. Okay, der schallert dir komplett weg, oder? Kristallscherben bekomme ich? Ich wurde darauf hingewiesen, wenn ich einen Fluch wirke und den irgendwie perfekt loslasse. Okay, bei dem hier jetzt wahrscheinlich nicht, aber die, die sich so aufladen, dann sind die stärker. Ich hatte mich auch einmal gewundert, warum... Naja, ist ja egal. So, was ist das denn? Oh, weg. Habe ich dadurch jetzt Schaden bekommen? Nee, ne? Okay, was kann ich... Das ist so meerartig, ne? Hier sind so Korallen und so. Das ist ja ein geiler Vibe. Okay, aber sammeln kannst du hier weiterhin nichts. Gut, hier gibt es eine Karte. Stimmt, ich habe ja das Vlies wieder gewechselt. Sehr, sehr schön. Opfer darbringen. So. Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Das ist schon immer sehr geil. Gerade bei so einem längeren, schönen Lootrun. Aber vergiften ist auch gut. Haben wir gemerkt schon. Aber ich bin mal greedy. So, Abfahrt. Ich wünschte, da würde die Prozentchance stehen. Was macht jetzt hier? Ah, war nicht gut. Aber ich muss doch erstmal hier alles lernen. So, Ankertiefen. Ein gewölbtes Fenster aus Buntglas. Wo tue ich das denn rein? Also wo installiere ich denn so ein Fenster? Muss ja Teil eines Gebäudes sein, oder? Oder steht dann einfach so ein Fenster auf dem Rasen? Naja, müsst ihr wissen. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird einem Gegner 2 Schaden zugefügt. Okay. Hier kriege ich gar nicht so hier Korallenscheiße irgendwie? Nee, gar nicht. Auch nicht selten? Nee. Naja. Oh, die explodieren noch safe, wenn die sterben, oder? Ja, okay. Aber ich stoße ja zurück. Oh, was ist jetzt los? Alarm! Alarm! Ah, das ist er. Oder sie. Er hat viele Gefäße wie dich geschickt. Einer nach dem anderen fallen sie allesamt. Du bist weitergekommen als die meisten, zugegeben. Also ja, ich werde es ja genießen zu sehen, wie dein Kult von innen heraus verfault. Nicht, Falco. Ich fühle mich nicht so gut. Der hat Falco krank gemacht. Ja, kotz ihn an wenigstens. Arschloch. Das Keimphobiker. Minus 10 Glaube, weil Falco, ja, der ist ja auch super empfindlich. Falco ist ja auch sehr... German Let's Play ist nicht mehr krank, das ist gut. Ist das so ein heftiger Truhenraum? Das Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich. Okay, also dem oder der Anhängerin, den ich das gebe, oder? Was ist das hier? Junge, was? Was ist das für ein heftiger Raum? Ein sanft plätschernder Brunnen. Der bringt doch safe was, oder? Ihr meintet ja, unter mancher Deko steht unten nochmal drunter, was das sogar, dass die manchmal Effekte haben. Hä, was ist das für ein heftiger Raum? Da habe ich wieder Kristallscherben bekommen. Was war das? Egal, auf jeden Fall wird mir hier gegönnt. Okay. So, ist hier jemand Range oder so? Oh, ja. Oh, shit. Okay. Ich war gerade ein bisschen am Überlegen. Manchmal... Ach, die haben Schaden bekommen, weil mein...
schwarzes Herz putte gegangen ist. I see. So, weiter geht's. Ruhe. Ankertiefe. Ah, das Gebiet heißt Ankertiefe. Schöne Laterne. Ah, und das kostet hier die Dings. Wie hieß es? Keine Ahnung. Aber habe ich ja gerade gesammelt. So, weiter geht's. Töte Kalamar in den Ankertiefen, ja. So. Pass mal auf. Hier kriege ich einen Anhänger und eine Anhängerin. Das ist nice. Hier kann ich was kaufen. Nee, also... Mann, ich weiß immer nicht. Also, es ist ja immer ein Laden. Aber was sind die Symboliken da drunter? Das ist entweder eine Schweinsnase oder ein Häschenkopf. Ich will es jetzt mal herausfinden. Ah, okay, ist eine Katze. Ist die Katze, die kenne ich noch gar nicht. Servus, Fornois. Ah, ich bezahle mit Herzen. Wie Atapala. Also auf der einen Seite ist der Synchro so shit, weil man ja kein Wort versteht, aber so gut. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so ein Vibe, der in diesem Spiel ist. Sehr einzigartig. Okay. Also. Geburtsteinfragment. Anhängerform. Optisch. Blaupause. Also für was zum Bauen. Wahrscheinlich mal wieder Deko. Ambrosia. Fluchangriffsschaden erhöht sich um 1,25. Also mal 1,25. Okay, aber... Das ist die Frage. Also ich schalte die Karte frei, ja? Aber hier bezahle ich mit Gold, mit Münzen. Also eine Anhängerform würde ich schon fühlen. Ein Elefant! Hammer. Das ist ja geil. Okay, hat aber kein Herz gekostet. Sorry, ich habe hier wohl nicht ganz zugehört. Dann machen wir hier mal alles kaputt. Ja, wobei ist auch scheiße, ne? Nehmen wir das mit? Das ist schon stark. Nehmen wir mit. Das ist schon sehr stark. Also, wenn man da einen heftigen Flug hat, das ist schon strong. Ich glaube, es empfiehlt sich auch, aber dafür müsste man alle kennen. Oh, ein Geschenk. Großes Geschenk, geil. Kleines Geschenk. Geil. Ich glaube, wenn man alle Karten kennt oder den Pool der Karten kennt, dann empfiehlt es sich, glaube ich, auch... Ah, hier liegt ein Herz, merken wir uns. Dann empfiehlt es sich doch bestimmt auch, gewisse Karten unbedingt nicht freizuschalten. Weil umso größer der Pool ist, umso weniger garantiert kommen ja einzelne. Wisst ihr, wenn der Pool der Karten, die man freigeschaltet hat, ja möglichst klein ist, bekommen ja immer dieselben. Und wahrscheinlich kann man hier mega krass so rangehen, dass man nur ganz bestimmte freischaltet und dann die möglichst häufig hat und so. So, wir farmen einmal Steine. Dann sind wir schon durch. Guck mal, hier ist ein... Da waren Goldnuggets. Heißt doch Nuggets, oder? Wenn die so ganz klein sind. Nuggets, ja, und Barren. Ja. So. Bossfight. Den machen wir kaputt und dann gucken wir mal... Ja, haben die Hingabe bekommen. Nice. Oh, gibt's hier irgendwas? Servus. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall ein zusätzliches Herz. Das ist ja bonkers. Ach du Scheiße. Ah, da wird auf mich geschossen. Der jagt sich hoch. Ich bin ein bisschen safer hier. Schön. Oh, eine Bombe. Zack. Bombe. So. Dann räumen wir hier mal auf. Ja, wer wird der Elefant?
Simon, oder? Hier, das noch. Nee, ich werde daraus nicht schlau hier. Also, was heißt schlau? Ich versuche halt immer noch in Folge 7, eine bis anderthalb Stunden, hier alles zu looten. Warum warten die nur? Das ist ja merkwürdig. Der jagt sich hoch, oder was? Die hauen rein. Nee, hä? Die werfen Bomben? Das ist ja krass. Krass. Die haben Bock. Ich krieg wenig Eifer irgendwann. Na gut, ich habe jetzt auch sehr viel Fluch genutzt. Okay. Weiter geht's. Hm, ja, jag dich hoch. Oh lol, so weit charge der? Krass. Shit. Okay. Ja, erstmal hier klarkommen auf alles. Okay, der ist neu. Das sind Tentakelviecher. Oh. Zack. Ah, was macht der? Oh, der charge richtig weit. Hat er mich getroffen? Nee. Gab einen Leg-Spike. Aber er ist suicided. Interessant. So, das sind doch Knochen. Gibt ja her, oder? Nee, hä? Doch, da waren jetzt drei Knochen, aber hier auch. Da? Ja! Gib mir Knochen! Krass. Wo lag der? Da. Okay. Krass. So. Vampirt euch? Nee. Ichor Auswurf 8. Ein Projektil, das schwarz. Ja, Ichor ist immer geil gegen Bosse, finde ich. Weil wenn die da drin eine Weile stehen bleiben. So. Oh, shit. Nee, ich hatte ihn erwischt. Er mich nicht. Es wirkte so. Manchmal ist der Impact ein bisschen weird. Gerade wenn man die Gegner noch nicht kennt, das noch nicht so einordnen kann, was da wann knallt und warum. So, Abfahrt. Aha. Oh, shit. Okay, erstmal die Ads. Ja. Ha, gedodged. Ach shit, ich bin sehr langsam mit ihm. Mit dem Hammer, da kann ich dann nicht so gut dodgen. Oh. Okay, wenn der hier seine Dawn macht. Hi, ja, ja. Ah, scheiße. Ah, doch. Alles gut. Jetzt Schatscha. Zack. Oh, ich hab nix. Oh, lol. Zack. So, nochmal. Das war's. Ciao. Junge, die werden auch immer ekliger. Also immer die ersten... Sorry. Aber immer die ersten Bosse... Ja, jetzt heul nicht rum, du alte Scheiße, wirklich. Abflug. So. Okay, ein großes Geschenk. Blumenkohlsamen. Das klingt schmacko. Und... Jawollo. Leider beim Boss Schaden bekommen, ne? Sonst wäre er auch wieder... Naja. Ist hier? Guck mal, es gibt auch Knochen. Ey, man darf hier auch nichts, also... Naja. So, 1 von 4, ab zum Kult. Ist auch neuer Tag. Habe ich jetzt einen Tag sogar geskippt? Ketzer besiegt. Nö, war ja ein schneller Run, glaube ich. War wirklich ein sehr schneller Run. Aber 48 Knochen, wir können ihn wiederbeleben. Tamumba, safe. Aber Zombie, also... Zombie hat übrigens... Sola ist schwer erkrankt und wird ohne Bettruhe in wenigen Tagen sterben. Ja, der ist doch aber im Bett. Ey, Zombie hat übrigens kommentiert gehabt. Mashallah, habt ihr alles vollgekackt? Hä, warum ist Sola denn nicht im Bett? Ich kann gerade nicht. Ich räume eure Scheiße weg. Oh, ist schon wieder Kutscher und Monte.
Gut, es ist an der Zeit, diese Streiche auf die nächste Ebene zu heben. Lass uns Monte ermorden. Digga, was? Gut. Das wird zum Schreien, sagt er. Ich glaube, ich brauche noch ein Klo, oder? Aber ohne Witz, wo ist der? Sola, ab in die Falle! Was ist denn mit dir? Oh, die Bude ist voll. Betet mich an. Ich muss aber dringend scheiße. Falco ja auch. Nein, Falco. Oh, der ist wieder am K. Bitte geh ins Bett. Bei Gott. Bei mir. Ne? Also, oh, hier Nuggets. Schön. Sola, ab in die Falle. Kaum hier angekommen, schon Problemfall. Oh, ihm ist auch zum Kotzen. Okay. So, jetzt können wir hier neue Sachen bauen. Wer arbeitet hier? Monte? Lol. Der macht den Acker. Hey. Kollo, du sollst nicht winken, du sollst hier die Leute arbeiten lassen. Du bist doch Glaubensvollstreckerin. Oh, Holly ist krank. Alt. Geil, opfern wir. So, wer bist denn du? Du bist doch Simon. Simon Kretschmer. Also eigentlich nur Mon. Ne? Das soll sein. Mon Official. Nee, Mon. Es gibt viele Simons. Simon Gosejohn. Ja, wobei. Eigentlich, wenn man so an CreatorInnen denkt, das ist schon Simon. Simon Kretschmer, oder? Ich mal jetzt mal Mon. Ist ja so sein Nick. Auf Twitch und so. Okay. Aber die Form ist schon echt hässlich, ne? Simon ist schon so ein Elefant, finde ich. Der gibt mir schon Elefanten-Vibes. Aber wir haben bisher jeden so einen Endboss-Skin mitgenommen, ne? Aber müssen wir ja nicht. Du bist... Alter, der hat doch richtig kaputte Ohren. Ja, du bist ein kleiner, pinker Elefant. Ne? Was hat er? Starke Verfassung. Die Heilung verläuft um 15% schneller, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Wenn ein Kranker sich in... Heißt das, alle anderen heilen sich schneller? Ich glaube, das ist auch ein bisschen doof übersetzt. Bisschen sehr interpretierbar, ne? Bisschen sehr, sehr interpretierbar. Tempo von Arbeit und Hingabezeugnis um 10 reduziert. Na gut. Abfahrt, Simon. Alter, die Ohrfett. Wer hat denn hier hingekotzt? Mach, worauf du Bock hast. Ja, dann... Farm bestellen. Hilf mal, Monte. Wer hat hier hingekotzt? Das ist ja widerlich, Alter. Hendrik. So. Wer... Ach, hier. German Let's Play. Wieder fit. Schön. Wie ein Turnschuh. So. Ab in die Beichte. Kevin. Der wird so gepowerlevelt, ey. Lebt ja auch länger. Alter, heftig. So, jetzt kriegt er 3 Mark. Dann schreie ich ihn an. Da macht man wirklich ein Level pro Tag, ne? Ist ja heftig. Maxim chillt da so vorbei. Jawohl. Wie Level ist denn der jetzt? 5. Ja, und dafür, dass er so frisch ist. Den haben wir ja noch nicht lange. So, dann sammeln wir mal Ressourcen. Hier wird richtig gearbeitet wenigstens mal, ne? Ja, Maxim natürlich, der Russe hier, ne? Hier, Kalle, David. Ach, David lebt ja auch wieder. Und Kutscher. So. Was machen wir? Also. Vogelscheuchenfalle. Lol, dann killt man die und kriegt man ein Häppchen, wa? Also, Leute. Ich würde sagen... Oh, das ist jetzt schwer. Also entweder... Jo, wir müssen Reinigungsposten unbedingt bauen. Stimmt. Entweder... Große Unterkunft. Günstigere Rituale wäre für einen Longrun auch echt gut. Aber genau, Dämonenbeschwörung wäre, glaube ich, richtig nice.
Weil dann können wir, zum Beispiel, wenn wir Kevin Power leveln, dann kommt er immer mit und boxt die aus dem Leben. Oder Monte. Dann müssen wir umbringen. Scheiß Kutscher. So, aber Missionar 2 ist heftig, weil dann bringen die AnhängerInnen mit. Ne? Boah, Missionar 3 gibt es dann. Alter. Alter. Toilettenhäuschen 2. Okay. Das ist tough. Also ich glaube, nahrungstechnisch sind wir jetzt wirklich erstmal sehr gut aufgestellt. Da wollen wir auf jeden Fall noch eine Farm, glaube ich, bauen. Aber so generell, ja. Das hier wäre mal eine ganz neue Mechanik. Ich glaube, das wäre mal wirklich cool. Einfach, damit wir hier auch was Neues haben. Machen wir. Wobei wir auch unbedingt Reinigungs... Also haben wir gerade gesehen, ich komme nie wieder und die Scheiße ist am Dampfen. Sprichwörtlich. Nicole, ich will mal, dass du hier Gas gibst. Die Leute irgendwie mal ein bisschen... So. Kevin gebe ich noch ein Geschenk. Kevin gebe ich noch ein Geschenk. Ne, der hat ja schon eine Kette. Oder kann eine Meere tragen. Oh, ich mach mal ein kleines Geschenk. Alter. Einfach so ein scheiß Kreuz. So, Holly. Ich glaube, du wirst heute geopfert. Da führt nichts dran vorbei. Was machen wir denn jetzt? Pass auf. Genau. Das müssen wir bauen. Du kannst einen Dämon von einem Anhänger Besitz ergreifen lassen, damit dieser dich auf deinem nächsten Kreuzzug begleitet. Ja, aber kann man die dann noch... Leute, es kostet ja übel wenig, Reinigungsposten. So, hier, nehmen die Toilette. Nur mit ein bisschen Abstand, oder? So, ja. Top. So, dann... Das. Das machen wir mal... Das muss eigentlich richtig außerhalb stattfinden, oder? Ein Dämon beschwören, ey. Hier so. So, dann... Was können wir noch? Wir können mal die Gräber natürlich schöner machen. Aber ja, noch eine Farm und dann natürlich upgraden zu Farm 2, ne? Ja, so. I guess. Ja. Zack. Okay, Leute, ab an die Arbeit. So, aber bevor... Ja, komm, erstmal... Achso, wie geht's den Kranken? Der Sola ist einfach schwer krank. Und Falco wurde richtig krank gemacht. Mann, Mann, Mann. So. Ab in das Gebäude. Wir predigen. So. Nee, gut wäre eigentlich erst Ritual. Ja, kommt doch mal ein welches Ritual, ne? Nice. Das ist gut. So. Ja, also entweder Eiferwaffen könnte interessant sein. Oder Fluch des Nekromanten. Das wäre mit. Aber mehr Flüche wäre auch mal cool. Geführt haben wir immer die gleichen. Drei neue Flüche. Machen wir mal. Vielleicht können wir da so kleine Ads mit beschwören oder so. Okay. So, jetzt wird Holly richtig weggeopfert. Bin ich. Also ja. Erstmal vielleicht noch eine Doktrin, jawohl. Ja, wir gehen nochmal. Ne, wir gehen jetzt einmal in Versorgung. Fest, Schmaus oder Fasten. Ritualfasten. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden 3 Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Alter. Festritual. Schalt das Festritual frei. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen und erhalte 25 Glauben. Ritualfasten. Schon klar. So, freut euch. Fasten. Das ist auch die dümmste Mechanik. Also. Fasten. Aber nicht essen. Aber ich bin auch kein Experte. I don't know. So. Ja, damit wollte ich jetzt auch niemanden von. Tut mir leid. Für mich wäre einfach Fasten, glaube ich, nichts. Aber ich habe mich damit auch nie befasst. Also vielleicht schon, ohne dass ich es weiß. Wir machen jetzt Folgendes. Also. Tamina wiederholen. Holly opfern. Holly müssen wir eh killen. Dann lieber opfern, damit wir auch stärker werden. Machen wir. So, Leute. Holly, geh in die Mitte. Guck mal, 80%. Alter! Fast voll. Scheiße. So.
Mit 45 ist der Rentner? Kalle ist 54 und kein Rentner, hä? Aber Kalle hat die Totenkopfkette. Die Schädelkette. Na dann, Holly. Er freut sich richtig. Abfahrt, Digga. Alter. Ja. Könnt ihr es mal schneller machen? Junge, es dauert einfach Jahre. Was habe ich jetzt noch bekommen? Am Ende? Ah, war ja geil. So, dann beende ich mal die Messe hier, die Predigt, whatever. Money. Jawohl. Sola ist entsetzt, dass du einen Anhänger geopfert hast. Du hast Holly geopfert, deine Anhänger sind deswegen beunruhigt. Naja, aber ich krieg ja auch. War so point even, ne? Sammle die Belohnung von Kutscher ein. Töte Monte. Hä, ist Monte gestorben? Hä? Oder ist das ein Bug? Ne, Monte lebt noch. Oh, er himmelt mich an. Er ist kein... Alter, ich habe bessere Bretter hier bekommen. Krass, das ist echt Ultra-Wurf. Hä, ich habe einfach... What the fuck? Die sind richtig am Ackern. Schön. Ja, Kutscher. Ja, das Spiel denkt, ich hätte gerade Monte geopfert, weil ich jemanden geopfert hat. Triggert es. Egal. Wir tun mal so, als hätten wir Monte geopfert. Haha. Ich krieg mich nicht mehr ein vor Lachen. Dieser Ausdruck des Schreckens in den Augen. Urkomisch. Es geht doch nichts über Streiche. Das ist halt... Das kann sich keiner ausdenken. So, und Level Up natürlich. Hat er sich verdient. Welche Level sind wir denn? 4. Okay. Wir beschwören. Lol. Okay, neue Mechanik. Wir lassen jetzt einen Dämon Besitz ergreifen von jemandem. Beginne deinen nächsten Kreuzzug mit einem halben Geisterherz. Pein. Phornax. Der Explosionsschaden erhöht sich. Visiert einen zufälligen Gegner an und explodiert in seiner Nähe. Schießt alle paar Sekunden Projektile auf einen Gegner. Sammelt hinterlassenen Alpha automatisch ein. Greift den nächsten Gegner alle paar Sekunden mit Nahkampfangriffen an. Okay. Aber die, es ist ja anscheinend von der Stufe unabhängig. Also, da gibt es ja die gleichen. Teilweise, ja, dann... Visiert einen zufälligen Gegner an und explodiert. Monte. Bist auch eh fast Rentner? Ich glaube, mit 40 geht's los, dass die dann alt werden. Warum ist er 59 und... Hä, das check ich nicht. Na, ich hatte ihn wiederbelebt. Vielleicht startet er dann auf dem alten Stand. Keine Ahnung. Monte. Du bist jetzt mal Testobjekt. Ach, guck mal, oben gibt's die Kategorien. Man kann anscheinend von jeder Kategorie einen so einen Begleiter mitnehmen. Konvertieren. Das heißt, ich habe dann Monte auch gar nicht mehr. Schade, ich dachte, die rennen so mit, weißt du? Machen dann so ab und zu eine Attacke oder so. Aber okay, es ist eher so wie bei Isaac, dass man dann so irgendein Begleitvieh hat. Was ein... Egal, wir probieren das mal. Ich bin sehr gespannt. So, Monte. Alter. Monte wurde in einen Dämon verwandelt. Okay, und jetzt? Interagieren. B. Okay, I guess beim nächsten Run E-Sport. Beim nächsten Run werden wir wahrscheinlich merken, was jetzt passiert ist. So. Da brauchen wir jetzt noch ein paar Ackerparzellen. Ja, erstmal aufwerten, oder? Vorher fasse ich das nicht mit der Kneifzange an. 4 Bretter brauchen wir, easy. So, was noch? Also die Gräber könnten wir ausbessern, dann geben die da ein bisschen Glauben. Dann kann es ja auch mal scheiße laufen und ist egal. Wir brauchen Gold. Wir verkaufen Sachen.
der Tintenfisch ist halt echt Bonker, ne? Also der gibt halt wirklich 20. Das ist krass. Holy shit. So, und die an sich halt auch gut, ne? Und der hier für 3. Kann man schon gut Money mitmachen, denke ich. Schwertfisch 5, 2, 3. So, jetzt nur noch einer wert. Anhängerfleisch. Ach, das habe ich vorhin bekommen, als wir Holly geopfert haben. Mir wurde gesagt, das soll ich lieber aufheben. Das bringt wohl richtig viel später. Hier verkaufen wir mal alle. So. Der hat eine Marke geklaut hier. Ich glaube, es geht los. Nein. Oh, ich habe irgendwas verkauft aus Versehen. Na gut. So. Wie geht's uns denn? Wie geht's denn so? Okay, Sola ist fast wieder gesund. Falco sieht da echt scheiße aus, ey. Toilette ja mal. Hier, was ist hier jetzt los? Also, naja. So, nachts können wir gut angeln, ne? Sagt man ja so. genau. Farm 2. Ist sowas vielleicht noch? Steht noch alles. Ne, läuft noch. Glaube. Ja, dann können wir noch so ein Ding bauen. Es sind halt einfach Ressourcen for free die ganze Zeit. Das ist schon sehr, sehr lit. Litty, sag ich immer. So, ist nicht super schön, aber ich kann noch einen. Klar. So, angeln. Gehen wir angeln. Schön Fisch. Schöner, schöner Fisch hier. Ey, vielleicht... Was will er eigentlich die ganze Zeit? Junge, was? Gibt's hier schöne neue Anhänger? Ach, hier ist einfach nur eine Übersicht, welche ich habe, oder wie? Nein, nein, nein. Ja, wobei, vielleicht ist hier eine so richtig bastet. An einem Tag erhöht sich der Schaden um 20%. Alter, 20% mehr Damage. Er hatte Bonusressourcen. Steht halt auch leider nicht, wie viel oder überhaupt. Feuer im Projektil ab, wenn du eine Waffe schwingst. Das ist ja alle, also die alle drei sind ja ultra gut. Oh, Junge ist hier voll. What the fuck? Ja, was da gerade passiert bei ihm? Komm, jetzt hol mal bitte eine... Hol doch mal so ein Mr. Krabs hier raus. Oh, lol, der war ja ultra smally. Nice, 20 Mark. Krabbe? Oh, viel, Mann. Wären das mehr? Im Meer? Entschuldigung, ich kann meine Fresse aber nicht halten. Schöner Goldbarren. Ich habe in den Betriebsferien, habt ihr vielleicht mitbekommen, ein bisschen gestreamt auf Twitch. Das hat heftig Bock gemacht, leider. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade einfach ultrasüchtig bin nach Neuter. God bless. Weil ich brauchte irgendwas, was jetzt hier das hier aus meinen Gedanken vertreibt. Und ja, Neuter weiterhin einfach so ein gutes Game. Jetzt gibt doch Tintenfische oder Mr. Krabs, bitte. Und wir brauchen nur noch Mr. Krabs. Wir haben ihn noch nie bekommen. Noch nie. Das ist irgendwie so ein Hidden Questing oder... Habe ich einfach Pech. Und einfach Drop-Wahrscheinlichkeit extrem gering. Keine Ahnung. Nice. Sehr gut. Mein Gott. Oh, jawohl, der Dicke. Da, ja, Prachtexemplar. Die sind auch nicht schlecht. Aber man kann nicht aus allen Fischen eine Mahlzeit machen, ne? So wie ich das richtig gesehen habe. Können wir mal gleich gucken. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch noch Küche oder so upgraden später bei Hingabe. Da, also gehe ich mal von aus, vielleicht kann man dann noch erst bestimmte Fische zubereiten. I don't know. Das waren jetzt 2 Tintenfische? Oder waren das andere Tintenfische? Bin mir gerade nicht sicher. Das wäre ja heftig. So, komm, Mr. Krabs. Thunfisch. Oder so. Ja,
Ja, gönn dir. Schön. Naja, wenn ich will, der hat schon, ne? So. Okay, wie ist hier die Lage? Es hat gerade so komisch gebebt. Okay, ist nur am Tag. Alter, ihr seid halt fleißig. Nice. Aber dauert aber inzwischen ewig. Wir brauchen einfach 340. Ah, Sola ist wieder quicklebendig. Ey, guck mal hier, die opfern richtig rein. Das ist wirklich busted. Sehr, sehr gut. Guck mal, das Klo kann 154 Scheiße halten. Nee, Quatsch, so viel habe ich einfach. Heftig. Wieso erntet ihr keiner? Leute! Kalle, hör auf zu lachen! Ich dachte, du wärst... Jetzt habe ich ihn unterbrochen. Kalle, ab aufs Feld. Arbeiten. Lager aufräumen. Ach, Farm bestellen. Ach, weil ich keine Samen habe. Da gibt es gar nichts zu... Herbert, ihr könnt doch die Büsche hier ernten. Beeren sammeln. Was ist mit euch? Pflanz Blumenkohl. Und Pilze kann ich verkaufen, I guess. Da ist ein Vogel. Wie geht das denn? Wieso arbeitet da keiner? Ah, hallo, Papfi. Bring die Buletten. Alter, ist ja heftig. So, dann aber ab in die Falle, ne? So ein Kevin-Level übrigens. Kevin, reiner in die Bude. Sind wir wieder gebumst? Hey, hinterfrage nicht den Glauben. Ja, wir sind Freunde und wir verstehen uns, ne? Alter. Jeden Tag ein Level. Heftig. Und mehr. Nein, warte doch mal. Ich will dich anschreien und dir Geld geben. Bitte, bitte, bitte. Ja, schön Money. So. Und jetzt aber in die Arbeit. So, Nicole, du bist so Glaubensversteckerin. Geh doch mal hier rum. Und die leveln wir auch mal. Ja, die levelt sich ja selber nicht. Kann man eigentlich auch ein paar Mark zustecken. Da ist jetzt auch Level ab. Ne? So. Ja, ist auch egal. Guck mal, es sind andere tatsächlich. Auch für 20. Alter. Hammer. Hendrik hat eine Quest. Glorreicher Anführer, alle vermissen Holly LP sehr. Gibt es einen Weg, dieses Mitglied des Kults zurückzubringen? Irgendein. Mein Gott. Nein, ganz ehrlich. Wir holen Tamumba wieder. Jetzt geht Glauben richtig in den Keller. Eieiei, okay, ich muss jetzt mal Gräber bauen, glaube ich. Hier, da könnte auch Holly betrauern. Viel Spaß. So, und hier mal ein paar Steine machen. So, ein paar Bretter. So. Ja, GLP wenigstens ein bisschen am Ackern. Ist doch nice. So, ich kann natürlich schon mal... Muss ich ja eh... Die hier anlegen. Geht das hier auch? Nee. Na? Zumindest hier mal, ja, im Rahmen der, im Radius der Vogelscheuche. So. Ja. Ach, guck mal hier. Alter, einfach zwei Goldbarren. Das sind einfach 20 Münzen. Heftig. Guck mal, Glaube geht gerade hoch, weil wir Gebäude bauen. Schön. Hatte ich Predigt? Ja, ne? Ich war ja... Hatte ich nicht. Perfekt. Geil. Probleme behoben. So, preiset mir. Level up. Also, Fähigkeiten, Level up. Geil. Macht der Fromm 3. Jetzt haben wir nochmal viel bessere Waffen. Sehr gut. Eigentlich brauchen wir nur das Leveln und dann hat man halt immer easy runs, oder? Also, auf jeden Fall schon mal deutlich entspanntere. Okay. So, was können wir noch machen? Jawohl, da ging der Glaube hoch. Dann eine Doktrin. Ey, wird auch nur geschallert, ne? Wir machen nochmal Besitztümer. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Materialist. Erhalte Glaube beim Bau besserer Unterkünfte. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft falsche Idole.
erhalten mehr Glauben, wenn du ein dekoratives Gebäude platzierst. Oh! Also einmalig, wenn ich eins platziere. Aber da ist zum Beispiel wieder dieses Essenssymbol. Warum? Ach, wenn die was essen, erhalten die mehr Glauben, wenn ich ein dekoratives Gebäude habe. Mann, die Übersetzung ist aber auch, oder? Ich kann nur mutmaßen. Hier, also... Gulaschtopf, erhalte mehr Glauben, wenn du ein dekoratives Gebäude platzierst. Machen wir. Ich glaube, das ist free Glaube, immer wenn die essen. Wenn das stimmt, ist es mehr worth. So, alle zahlen gleich ein, ne? Das ist klar. Alter, Junge, Kutscher, du hast so die Warze hinten drauf, ne? Da ist jemand Level up. So, Ritual. Ah, jetzt haben wir nicht genug. Scheiße. Ja, true. Aber wir können noch einen Glaubensvollstrecker ernennen. Auch strong. Auch strong. Geht aber der Glaube krass runter. Okay, dann setzen wir einmal aus. So, alle zahlen ein. Gib mir das Geld. So, jetzt ist der Glaube wieder einigermaßen stabil. Jetzt muss ich aber kochen. Fisch, Fleisch. Was haben wir hier? Oha! Was ist das? Ja, die geben Glaube. 8. So, ich kann mal drauf achten. Fleischmahlzeit, 6 Glaube. Ich baue mal ein dekoratives Gebäude. So eine Trophäe vom besiegten Boss. Guck mal, es kostet arschviel. Ja, oder? Oh, ich habe gar keine Steine mehr. Ui. Ach, ich brauche 10 so eine... Nee, das ist der andere Boss. Ja, okay. Das, finde ich, klingt nach einem Plan. Machen wir so als Füller, oder? Als Filler. Vielleicht hier? Machen wir mal da. So. Ich baue das mal mit. Geht schneller. So, 6. 6 Glaube, eine Fleischmahlzeit. Warum pennen 2? Sind die... Die sind noch nicht krank, oder? Oh, jetzt gleich Nacht. Du hast eine neue Dekoration gebaut. 7. 7 Glaube, Eigenschaft, falsche Idole. Ich habe jetzt 7 Glaube bekommen, weil... Okay, dann war es komisch übersetzt. Das bringt jetzt aber 7. Okay, das ist dann ultra gut. Ja, dann, sofort Fäkalien. Sich sofort übergibt. Erschöpfung wird ausgelöst. Das ist nicht schlimm, oder? Ja, dann... Was ist das? Tödliche Mahlzeit. Alter. Ja, dann hauen wir hier ein paar Buletten raus. Oh Gott, was mit der? Ist verbrannt. Das war das erste Mal, Leute. Angebrannte Nahrung. Du hast diese Mahlzeit angebrannt, weshalb sie von deinen Anhängern nicht verzehrt werden kann. Räum diesen unansehnlichen Murks weg. Okay. Koche mehr Nahrung, damit deine Anhänger auch etwas zu essen haben. Und sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Ja, ist ja gut hier. Okay, dann räumen wir das weg. Mein Gott. Häppchen. Zack. Hier müssen wir eigentlich jemanden wegschicken, ne? Aber sind, die sind doch wahrscheinlich arschsauer, wenn ich das mache, wenn die schlafen, oder? Probieren. Wer hat eine gute Stufe? Hier, Puffy, du bist unser Fleischer. Ist ja mega gut. Wobei, Münzen wäre auch gut. Aber okay. So. Nö, der war jetzt nicht sauer. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder auf den Run. Ich habe noch nie geguckt, wo die eigentlich hingehen. Ciao. Boop. Vor allem, der geht hungrig. Naja. Ich sehe gerade, wir haben sehr viel Gold, aber wir haben keine Ressourcen. Und die können wir ja auch nicht kaufen, ne? Nur verkaufen. Kaufen konnte man gar nicht, ne? Stein. Oh, hier kommt ja einiges zusammen.
Ich glaube, es wird so sein, man braucht für jeden weiteren Begleiter einen so einen Schrein. Oder so ein Dämonen-Dings. Oh, hello. So. Aber wir können trotzdem das restliche Geld nutzen. Und nochmal so eine Bude bauen. Wir haben ja genug Leute, die da ackern. Ne? Stein auch? Jawohl. Wolf. Ja, ist jetzt nicht ideal, aber okay. Gut, dann ab auf den Run. Wobei, wir haben ja so viel Münzen, wir hätten auch einen Anhänger kaufen können. Naja, ein Schweinchen. Henning, ist Henning gestorben? Ja, ne? Haben wir ihn umgebracht? Ja, Samen wäre auch gut. Naja, nächstes Mal. Was passiert? Sind aufgestanden, ne? Okay, Abfahrt. Ja, Tatsache, der ist jetzt dabei. Okay. Vampir durch 10. Holy shit. Göttliche Pest 10. Wirf Gegner zurück und vergiftet sie. Okay, und macht er auch noch... Also der ist suicided rein, ja? Der Monte. Jetzt einfach Monte dabei. Yo! Und wie? Okay, der... Der ist ja krass. Wie viele Knochen gibt der? Einen. Na ja. Was ist das hier? Anhänger? Naturheilsgruppe. Okay. Hier gibt es eine Karte. Servus. Ja, ja. Ja, Gift. Dann stellen wir Leben wieder her und vergiften. Du hast ein neues Gebäude gebaut. Nice. Oh. Hier gibt es Knochen. Anscheinend nicht. So, was ist jetzt hier? Lebensenergie opfern. Ja, machen wir mal. Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Jetzt sind wir stärker, oder was? Hatten wir das schon? Sorry, ich habe ein bisschen Alzheimer. Der Waffenschaden wurde erhöht. Okay. Ah, okay, man kann es aber wieder auffüllen. Gut. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Ah, hinter der... Ach so. Ups. Servus. Wer ist er denn? Wieder ein neuer Dude? Wann hört die Spiel mal auf? Hallo, kleines Lamm. Ihr ist einfach ein Rabe. Hat der einen Wurm auf dem Kopf? Freut uns, sich an so einem gefährlichen Ort zu sehen. Klunko und Bob. Ich bin Klunko und das ist Bob. Jetzt redet Bob. Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund Rattau. Ach ja, Mensch. Ja. Der hat gewettet und seine Hand verloren? Dicker. Dieses Astragoli werde ich nie wieder spielen. Sorry. Das hat mich zu sehr... Nein. Also lackbasierte Spiele ist einfach... So, hier gibt es bestimmt Fleisch, genau. So. Jetzt probieren wir das mal. Hat vergiftet. Und Monte... One-hitted den einfach. Geil. Ah, das waren so Kristalle gerade. Okay, hab's gecheckt. Und manchmal gibt's Knochen. Ach nee, das war von ihm. Gut, weiter. Monte, mach du mal. Schön. Ja. Ist er. Hä? In der Truhe war nur Scheißspinnen. Bin ich verarscht? Tarotkarte. Tarot? Tato? Zwei Herzen. Alter. So. Samen wäre sehr gut. Noch eine Karte wäre krass für den Run. Hier gibt's Scheiße. Hier tauschen wir Leben ein für eine Karte. Hier gibt's einen Anhänger. Hier tauschen wir Leben ein für Leben. Anderes Leben für andere. Hä? Holz. Okay, Karte into Anhänger kaufen. Into das mal ausprobieren. Ich glaube, das klingt gut. Aber Samen wäre auch sehr gut. Aber Samen können wir uns recht gut kaufen. Das war jetzt nicht so mega teuer. Wenn wir da ein paar Tintenfische... War echt ein krasser Tipp mit den Fischen. Junge, 20. Ja, wir machen das. Servus. Er hat die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Gegner hinterlassen zweimal... Zweifach Eifer. Das ist gut. Weil wir haben die heftigste Giftexplosion. So. Das...
Junge. Du hast ja übertrieben kassiert. Oh lol, für wie viel war's? Ja, Junge, ist ja richtig. Richtig im Arsch. Wer ist denn das? Muss ich mir jetzt überlegen, ne? Ja, du liebst das Knacken. Ist ja gut. Schön Häppchen, Knochen. Ja, ist ja gut. Hier gibt es auch Anhängerfleisch bestimmt, jawohl. Das ist halt auch ultra wertvoll. Allein dafür immer zu dem zu gehen, ist schon wahrscheinlich sehr gut. So, mal gucken, was das ist. Den fahren wir hier mal weg. Jawohl. Oh, fast voll. Cool. Oh. Schön Gift. Oh, Alter, Monte. Hammer. Vor allem, der erhöht ja, glaube ich, auch passiv Explosionsschaden. Stand ja dran. Das heißt, meine Giftexplosion macht ja auch mehr Schaden. Das ist schon sehr krass. Strong. Guck dir das an. Und die vergiften alle. Komplett easy. Auf einmal alles. Alles ist einfach, solange ich wild bin. So. Karte. 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen. Ja, aber so viel Attack-Speed, gerne. Und wieder voller Eifer. Heftig. Das ist gefühlt bisher unser stärkster Bild. So. Ey, da brauchen wir mehr so ein Dämonendinger. Okay, was geht hier? Aha, du schon wieder. Du alte Scheiße. Wen machst du jetzt krank? Wer? Dein Freund Rattau war das letzte Gefäß, das gegen uns in den Kampf geschickt wurde. Das dachte ich mir schon. Weil der meinte mal, du bist jetzt hier mein Nachfolger. Der unterwürfige Feigling. Und es gab unzählige vor ihm. Alle gleichsam erbärmlich und unwürdig. Nichts erniedrigt so, so sehr wie Krankheiten. Ich bringe eine Plage über deinen Kult. Alle! Die sind alle schwer krank. Du miese Sau, du. Gib mir Knochen wenigstens. Können wir Tamumba wiederbeleben. Das ist sehr wichtig für mich. Ja, das gibt ganz gut Knochen hier tatsächlich. Ja, wir rasieren uns hier durch. Was passiert? So. Hier lang. Jo, wir haben so viel Leben. Guck da oben mal an die Anzeige. Ist ja der Hammer. Krass. Oh. Vampirschwert 11. Oh, ich habe auf dem Flug nicht... Flug. Da war ein Flug. Wollt schön übers Feld roden. Hab auf den Fluch nicht geachtet. Scheiße. Naja. Weiter geht's. Wer ist er denn? Vergiftet. Oh, Monta hat den fast gewonnen. Ah, ich darf da nicht drin stehen. Ciao. So. Ja, warte mal, da war jetzt nur ein einzelner Raum. Da muss ich immer noch hin. Bessere Truhen. Wir haben so viel Herzen. Dieser Boss wird der einfachste meines Lebens. Also Monte Mashallah. Krass. Ja, noch eine Karte. Ja, noch ein Herz. Alter, guckt euch das an oben links. Komplett drüber. Sehr geil. Ja, jetzt Bossfight. So. Das rasieren wir weg hier. Knochen. Gut. Servus. Muss ich irgendwie gedrückt halten? Nee. Die hinten auch einfach nur, ne? Also, ja, die auch. Ach, die spawnen die! Lol. Das habe ich jetzt erst gecheckt. So, was haben wir hier? Flammschuss, okay. Und der heftige Hammer. 9 Schaden. Nehmen wir. Alter, einfach 9 Schaden. Das ist ja komplett drüber.
Aber Attack Speed, ne? So. Jawoll. Das schmeckt. Ja, guck, Monte. Ist einfach Monte. So. Hä? Kann ich das steuern? So. Hier wird alles verprügelt. Ah, shit. Ah, da hat sein Attack Speed geschallert. Hat er mich erwischt. So, ist hier irgendwas drin? Auch nicht. Da? Auch nicht. Mann! Weiter geht's. Alter, ich one-hitte ihn. Okay, die Suicide nicht. Schön. So. Hier, die geben aber Knochen. Das weiß ich. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof natürlich mit so langsamem Attack Speed. Aber jeder Knochen ist Wolf. Rituale. Da müssen wir jetzt echt, glaube ich, das Gebäude mal langsam freischalten. Das Rituale einfach... Was war das? 30% weniger kosten? Das ist schon strong, ne? Vor allem, umso länger wir jetzt hinauszögern, umso schlechter eigentlich. Das habe ich immer falsch interpretiert. Da habt ihr mich drauf hingewiesen. Die Karte wird aufgedeckt. Ich dachte immer, es wäre eine neue Karte in meinem Deck quasi, was an Karten kommen kann. Aber die Karte, die Map, die Minimap wird aufgedeckt. Bringt uns gar nichts. Wie machen das? So. Servus. Jo, du bist ja auch. Oh. Erstmal. Oh. Den. Oh, shit. Okay, jetzt reicht's mir. Also, die Spells... Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aha. Wann er mich hittet. Okay. Ich vergifte einfach alles. Guck mal, ich vergifte den ganzen Platz. Ha! Ciao. Und weg. Was ist eigentlich mit Shoyoka passiert? Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Habe ich da irgendwas verpasst? Jetzt mal ehrlich, oder? Ist sie auch reingehauen? Hat die geklaut? Wie Gnu? Weiß ich gar nicht. Okay, was haben wir hier? Ja, wieder sammelt. Habe ich einen Hit kassiert im Bossfight? Ja, oder? Ja, da sind die ganzen schwarzen Herzen weg. Naja. So. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen die Scheiße am Dampfen. Mal gucken. Mal gucken. Zwei Jünger haben wir dazu bekommen. True. Ja. Aber war ein guter Run. Also gab gut Loot. Okay, Leute. Ich würde tatsächlich sagen... okay. Wir machen einmal schnell eine Predigt. Ne, machen wir nicht. Ich pausiere. Und wir fangen direkt nächste Folge an mit erstmal klar Schiff machen. Das ist immer für mich nämlich der beste Einstieg. Weil sonst habe ich immer Schiss. Scheiße, muss ich irgendwas machen oder kann ich direkt auf den Run? Deswegen, wir beenden jetzt mal hier. Hat mich wieder sehr gefreut. Macht ultra Bock. Wir brauchen mehr so eine Dämonen. Das ist ja komplett easy Gameplay auf all. Es war ja nur einer. Vielleicht muss man einen wählen am Anfang. Aber wenn das wirklich so ist, dass wir einfach mehrere davon dann haben. Holy shit. Da waren Leute dabei, die schießen einfach Projektile auf Gegner. Oder mal Nahkampfangriffe. Ich verabschiede mich. Schlagt bitte weiter Namen vor. Wir haben hier zwei, die gerade reinkommen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.